Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Pokémon Pixelmon Battle League. Irgendwie so im unglaublich gestressten Korobai, der hier super schwitzig am PC sitzt, weil ich es unbedingt nochmal schaffen musste, jetzt eine Folge aufzunehmen. Fisk ist noch drauf. Oh, jetzt ist Fisk weg. Ich wollte gerade was schreiben. So, aber dann können wir einmal gucken, ob man auf Dodri reiten kann. Oh, leck. Hier, Leute, kann man. Auf Dodri kannst du richtig schön reiten. Komm zurück, Dodri. So, was sollten wir denn? Was war denn unsere Aufgabe? Wir sollten erstmal Luxtra Flygon. Erstmal zum Pokécenter. Dann aufladen und dann gucken, dass wir wieder irgendwie vorankommen mit dem Trainieren. Bald ist Finale, Leute. Und Finale heißt jeder gegen jeden. Wir sind noch zu viert. Es sind nur noch Grants, Kundran und Fisk da. Und das sind halt so, wobei Fisk halt, ich weiß gar nicht, wie stark der ist. Ich muss mir nochmal seine Folgen angucken. Aber sonst könnte Fisk halt auch einfach einfach sein. Weiß man nicht. Müsste man sehen, wie es denn kommt. Und dann werden die Paarungen auch zugelost. Deswegen ist es vielleicht ganz cool, dass wir zu viert sind. Aber gucken wir mal, wie es aussieht, wie es weitergeht. Da sind überall die Tragossos. Tragosson. Im Übrigen habe ich gesehen, dass der Vogel sich erst bei Stufe 54 entwickelt oder so. Deswegen ist das keine Option mehr. Lieber unser Tragosso trainieren. Also diese Schneckmanken hier sind wirklich schnell unterwegs. So. Knochenbumerang. Direkt weggebumst. Loren-Dings haben wir gekriegt. Kein Interesse daran. Knochenbumerang. Oh, hat der Attacke nicht gewirkt. So, jetzt. Ein Level höher für Kimbaun. Da drüben sind Hundemon. Oder Hundemon heißen die, glaube ich. Gehen wir mit Flygon mal rüber. Gucken wir uns die mal an, welches Level die sind. 27, ja, okay, das ist halt nicht so krass hoch. Wir versuchen es mal. Knochenbumerang. Setz ihm auf jeden Fall ganz schön zu. Dann machen wir noch eine Knochenkeule. Okay, machen wir eine Kopfnuss. Zack. Weg damit. Muss aber hier ein Fenster schließen. So, das auch nochmal. Ich komme gerade von der Arbeit. Also aus meiner Freitagsbar sozusagen. Die Folge für Samstag wird dann direkt aufgenommen. Ich hatte gestern kein Internet. Ich wollte Livestream. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Einige vielleicht. Und dann hat es einfach nicht geklappt. Und beziehungsweise 20 Minuten war ich online. Und dann war ich weg. Und das ist extremst schade, dass das so war. Aber gut, lässt sich halt eigentlich nicht ändern. Das ist, sind halt höhere Gefühle quasi, dass das Internet nicht funktioniert. Da kann niemand was für, dafür kann ich nichts, dafür kann das Internet eigentlich auch nichts. Das ist einfach nur, hier ist wieder irgendein Knochentroll, ey. Boah, der Kimbaum brennt auch noch. Hoffe nicht, dass es jetzt vom... Okay. Da hat es ihn umgemäht. Kein Problem für Dodri. Direkt weggemacht. So. Das ist natürlich doof. Wir wollten ihn ja jetzt eigentlich trainieren. Kimbaum. Aber gut. Machen wir nochmal Flygon. Eine Runde. Okay. Hunduster Level 9 ist vielleicht jetzt nicht so geil. Gibt's hier nicht. Da drüben ist wieder ein Snobillikat. Gegen Flygon. Oh, guck mal. Erdkräfte. Direkt weggemacht. Flygon dann auch gleich Level up. Ich würde mal sagen, so 49. Wobei, wir gucken mal. Tornupto muss auf jeden Fall hoch. Wenn... Okay, hat einen War Turtle. Ich überhaupt nicht gerne. Okay, er hat auch noch so ein Quappo. Quapuzzi, glaube ich, ist das. Okay.
Jetzt wird's interessant. Wir gucken mal, wie Flygon darauf reagiert. Mit Erdkräfte. Ein Radical. Radical natürlich mit Tornupto. Das super riesen Tornupto. Mir wurde geraten, Glut einzusetzen. Soll wohl besser sein. Und dann wieder ein Quapuzzi. Funkensprung. Goodbye, sagt er. Okay. Machen wir das dann da auch nochmal. So. Luxray hat dann jetzt erstmal ein Level gemacht. Diglett. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, was Kundran hatte für ein... Jetzt habe ich meinen Zettel auch noch rausgeschmissen. Was Kundran hatte für ein Starter. PSN? Ist das für Gift? Oder ist es nur paralysiert? Ist auch Landen jetzt. Wir müssen halt trainieren. Gucken wir mal, was hier noch so geht. Nitro-Ladung. Sternschauer. Tornupto gelevelt. Schade, dass der Typ gedespawnt. Da ist ein Mauzi. Mauzi. Driftblim. Das ist ein Driftlon, glaube ich. Driftlon. Okay, ein KP hat Tornupto noch. Ich sollte vielleicht doch nochmal zurück ins Pokécenter. Gerade jetzt, wo die Sonne wieder aufgeht. Fliegen wir mal mit Flygon hin. Ist ja schnell gemacht, sind wir ja schnell da. Und dann ist Tag, dann können wir auch nochmal ein paar Grastypen hunten. Flygon! Metagross 55 ist leider nicht erlaubt. Okay, Level 30 gegen unser Luxtra. Oder Luxray. Nice. Wie oft muss ich denn noch dagegen kämpfen? Ich bin entkommen. Schnell rüber flaggern. Zum Pokécenter. Es ist auf jeden Fall still geworden auf dem Server. Und man merkt es auch. Und die Season ist auch fast zu Ende, wie gesagt. Ist es zwar schade um unser Pokémon-Team, aber Season 2, der Wasserorden, ist natürlich auf dem Weg, ist natürlich geplant und wird auch umgesetzt. Also Season 2 wird interessant. Für weitere Informationen einfach bei Dalukart mal reinschneiden. Der hat da bessere Infos, beziehungsweise der hat da die richtig krassen Infos. So, Tornupto muss noch ein bisschen gepolt werden quasi, aber ich weiß nicht, ob ein Metagross vielleicht zu krass ist. Vielleicht. Wir testen es. Nitro. Okay. Machen wir nochmal gut. Okay, es brennt. Krass. Tornupto, ey. Erstmal ein Level gemacht. Das Eisen, was gedroppt wurde, konnten wir leider nicht aufsammeln. Haben auch noch einen Stack. Aber Tornupto auch gut kassiert, aber gelevelt. Und das ist das Wichtige. Level 40 jetzt. Und ich denke mal, dass das auch so für die Duelle ist das, was wir zu Anfang, also unsere vier ersten, eventuell sogar noch die beiden tauschen. Dann haben wir da richtig gute Karten. Das Problem ist bei Dotri, dass es doch keine Flugattacken hat. Sondern nur diese Erdkräfte-Kacke. Deswegen eventuell... Dann doch eventuell das andere. Aber das gucken wir gleich nochmal. Also dieses Gironimatz, glaube ich, heißt es dann. Ist das ein Junggut? Da könnte man sich natürlich ein Jungglut holen. Auch wenn das überhaupt nichts so für die Zukunft hat. Aber ich finde es einfach nur cool, dass auch die Starter-Pokémon hier rumlaufen. Und Kambasken ist natürlich... Okay, töten wir es.
Kambusken ist natürlich ein starkes Pokémon im Vergleich dazu, dass es dann später noch Kampfattacken hat, beziehungsweise das hat es ja dann schon. Aber als Logok ist es natürlich noch ein Stück interessanter. So, hier die Kangama-Familie. Gibt es hier wieder einen 40er? 32. 49. Ja, guten Tag, Herr Kangama. Ich hätte sie gerne paralysiert. Ich hätte sie gerne paralysiert, okay. Vielleicht werde ich sie verbrennen. Okay, interessant. Es brennt. Vielleicht hilft das. Yes! Kangama ist gefangen. Dann müssen wir am Ende der Folge nochmal gucken, dass wir uns das Kangama ins Team holen, weil das möchte ich auf jeden Fall drin haben. Nice, ein Kangama, Leute. Oh nein. What? Ist es kampfunfähig? Fly. A battle error. Wieso ist Typhlosion denn wieder am Leben jetzt? Egal, nochmal Glut. Eine Runde Glut noch. Okay. Das hat ihm dann zu doll zugesetzt. Flygarn. Sandgrab. Ja, sind ja tot unsere wichtigsten Pokémon wieder. Außerdem müssen wir das Dings holen. Und wieder zurück. Oh, Alter, da richtig viele Gold King. Gold King natürlich auch eine interessante Sache. Dadurch, dass es Wasserattacken kann. Aber wir haben ja unser Goldini. Was damals gegen Dardo gewonnen hat. Wir müssen in die Mitte, Leute. Das ist aber nicht die Mitte. Das könnte jetzt das Problem werden, aber ich denke mal, es liegt da drüben, das Pokécenter. Flygarn! So. Da drüben ist es. Ist der Gehweg. Oh, das ist ein Boss, Leute. Wie viel Level hat der Boss? Den kriegen wir so nicht. Schade. Jetzt hat mir den Boss vielleicht fertig gemacht. Der droppt ja TMs und so. Aber haben wir nochmal gut kassiert hier. So. Leute. Kangama rein. Anstelle von diesem hier Geomatz. So. Kangama drin. Kann wahrscheinlich. Wahrscheinlich gute Attacken, das werden wir uns jetzt mal angucken. Zusammenfassung: Kangama kann Kometenhieb, Wutanfall. 2 bis 3 Runden lang, anschließend ist er verwirrt. Okay. Knirscher und Silberbeck. Okay, sind keine richtig geilen Attacken, aber wenn wir ihn hochheilen können, dann ist Raserei auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Flygarn! Flygarn! Los geht's, Flygarn. Ach ja, Leute, und so geht auch dieser Tag hier zu Ende. Dieses Metang, das wird vernascht, wird es. Von unserem Tornopto. Das dann auch gleich ein Level macht. Schmeißen wir das Zeug ins Dings hier, ins St. Nimmerleins Land. Ah. Komm zurück. Treib mich hier raus. So, jetzt fliegt es uns hier runter ins Dingsland. Da ist ein Electric. Electric. Ist natürlich nicht interessant gerade für uns. Hoppala. So. Ist gleich zu Ende die Folge. Wir hauen uns nochmal hier Trevor rein. Flygarn!
Achso, ein Arcane. Und was ist das? Flygon! Das hat sogar überlebt, ey. Sandgrab. Ein Radical. Machen wir nochmal Sandgrab. Ein Donphan. Donphan fand ich immer cool. Hat uns sogar noch wehgetan. Ein bisschen mit Drachenrute. Hat er keine Schnitte. Hyperstrahl, Alter. Das ist krass. Hyperstrahl. Die den Angreifer zwingt, eine Runde auszusetzen. Alter, krass. Machen wir Superschall mal weg. Und dann hat Flygon einen Hyperstrahl erlernt. Das ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Kloppt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.